Und so sieht man nach einem guten Spaziergang aus. Was? Ich muss alles sich erstmal anschauen. Lass dir ruhig Zeit. Ja. Je mehr Zeit es sich nimmt, umso besser. Heute ist der erste Spaziergang nach dem Regen. Also es ist alles noch nass. Ja. Oh ja. Er denkt, schön. Er fährt Auto. Sam, du fährst nicht Auto. Sam, komm, wir gehen. Wir fahren nicht Auto. Komm, wir gehen spazieren. Die nächste Stufe wird sein, beim Regen spazieren zu gehen. Da hat er aber noch ein bisschen Angst. Also Regen mag er noch nicht so ganz. Obwohl er von Isis eigentlich sich abguckt, dass Regen auch kein Problem darstellt. Hey, jetzt hast du mir ganze Linse versaut. Hey, das ist meine Kamera. Du YouTube-Star. Sam hat heute ein ganz besonderes Geschirr, weil das ist eigentlich gar kein Geschirr, das ist Anschnallgurt für das Auto. Und zwar haben wir es jetzt angezogen, damit wir damit eigentlich ein bisschen üben und ihn dran gewöhnen. Weil dann wird es kein Problem sein, wenn wir ihn im Auto anziehen und entsprechend so Auto fahren. Komische Geräusche. Das ist so ein Riech- und Schau-Stopp. Weil jetzt ist da irgendwas, keine Ahnung, was, Wasser oder so? Wassertröpfchen, genau, so ein komisches Ding. Wenn man mit Sam spazieren geht, dann dauern ungefähr 100 Meter 27 Minuten. Weil wir müssen natürlich überall alles riechen und untersuchen. Er muss seine Angst überwinden, um an die Pferde ranzukommen. Lass mir ruhig. Und zwar muss er Angst vor Wasser besiegen. Und ein bisschen trinken konnte man auch. Ja. Das war schmutziges Regenwasser. Vermischt mit der Erde. Ich hätte sie so gerne. Ich hätte so gerne diese Feder. Es war nur ein Auto. Jawohl. Ja, nicht ganz. Ja, so nah dran. Lass ihn durch. Soll er die Erfahrung machen? Ja, die schwimmt leider weg, ne? Blöde Feder. Hey, sehr gut. Gut gemacht. Sehr gut. Man sagt nicht umsonst, nur ein müder Hund ist ein guter Hund.